Hallo und herzlich willkommen auf Hof Bergmann. Heute werde ich mein erstes Schweinefutter erhalten, was ich hier mit dem Pickfood Star hergestellt habe. Die Zutaten sind Kartoffeln, Wasser und Getreideschrot. Und immerhin habe ich schon 333 Liter Schweinefutter produziert. Dann geht es jetzt darum, meine Schweine und Ferkelchen mal zu füttern. Dafür nehme ich am besten hier diesen Fendt. Der hat eine ideale Größe, um im Schweinestall hin und her fahren zu können. Und lässt sich auch super beladen. Dann schauen wir mal, was ich mit meinen paar Litern Schweinefutter so ausrichten kann für meine 19 Schweine. Scheinbar ist es doch etwas mehr, 666 Liter, sogar die doppelte Menge. Das ging jetzt aber fix. Triggerpunkt ist erreicht. Jetzt kippe ich das hier links ab. Ja, das ging relativ schnell. Mal schauen. Naja, ein bisschen was hat es gebracht. Jetzt fehlt noch Körnermais, Kartoffeln oder Zuckerrüben. Kartoffeln habe ich gestern geerntet. Von daher werde ich jetzt hier die einfach aufladen. Da vorne habe ich einen kleinen Haufen gemacht. Ich muss jetzt einfach mal mit der Menge etwas schätzen. Wahrscheinlich ist es deutlich zu viel. Ja, Kartoffeln sind relativ schnell voll, aber kein Problem. Die restliche Menge werde ich mal in die Schweinefuttermaschine schütten. Mal sehen, was da noch fehlt. Ich glaube, 10.000 Liter gehen maximal rein. Naja. Gute 1.500 Liter, die ich auffüllen kann. Gut. Kein Problem. Der Rest geht wieder zurück auf den Haufen. Jetzt fehlt mir noch Körnermais. Zum Glück habe ich da noch etwas im Silo liegen. Ich glaube, da brauche ich nur eine geringe Menge. Probieren wir mal, ob das reicht. Ja, das schaut doch super aus. Körnermais ist fast voll, aber das reicht erstmal. So, jetzt geht es nur noch darum, Stroh für die Schweine auszulegen. Der Strohbunker ist hier rechts rein. Ich glaube, da brauche ich auch nicht so viel Stroh. Das Besondere ist, das Stroh muss man über das Schweinegehege hinten befüllen durch das Tor. Nochmal, jetzt sind sie mir im Weg. Auf Licht reagieren sie nicht. Wie sieht es mit der Hupe aus? Also angedeutet gehen sie jetzt weg. Auch nicht so richtig. Okay,
Stroh ist aufgefüllt und somit sind die Schweine wieder bestens versorgt für die nächsten Tage. Das war's auch schon. Ich freue mich auf die weiteren Aufgaben hier auf der Karte. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.